Wenn wir etwas mit Zucker oder stärkehaltigen Kohlenhydraten essen, dann wird diese Stärke oder der Zucker natürlich sofort im Körper verdaut und in die Stärke in Zucker umgewandelt. Und das geht ins Blut. Das ist unser sogenannter Blutzuckerspiegel. Das heißt, da ist einfach Zucker im Blut und es ist an und für sich nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, in so einem ganzen Körper, wenn ich jetzt nicht gerade was gegessen habe, habe ich im Schnitt so 1 bis 2 Teelöffel Zucker im Blut gelöst. Und der Körper hätte ganz gern, dass dieses Niveau von 1 bis 2 Teelöffel ungefähr so bleibt. Das heißt, du tragst so ein bisschen auf, ein bisschen ab, ein bisschen auf, ein bisschen ab, so geht's so dahin. Ja? Da fühlen wir uns wohl, da geht's uns gut, da verbrennen wir Fett, da können wir uns konzentrieren. Aber das Problem ist das, was die meisten von euch den ganzen Tag aufführen. Das schaut nämlich so aus. Und das Problem dabei ist, dass das sehr große Extreme sind für den Körper. Aber schauen wir es uns einmal schrittweise an. Also, man steht in der Früh auf und ein typisches Frühstück, zumindest in Mitteleuropa bei uns, ist zum Beispiel ein Schwarzbrot mit Butter und Marmelade. Ein Schwarzbrot mit Butter mit Marmelade hat ungefähr 230 Kalorien. Die Kalorien sind uns total egal. Worum es geht, ist, dass die Kalorien in dem Brot entweder schon Zucker sind in der Marmelade oder ganz schnell in Zucker umgewandelt werden können, weil das Brot, die Stärke im Brot, stärkehaltige Kohlenhydrate, können ganz schnell in Zucker umgewandelt werden. Und das heißt, statt jetzt 1 bis 2 Teelöffel Zucker im Blut und 1 bis 2 Teelöffel Zucker haben 15 bis 30 Kalorien. Also wir haben jetzt ungefähr 30 Kalorien Zucker im Blut, jetzt kommen aber 230 Kalorien als Zucker daher. Und ich verwende jetzt das einzige Mal in diesem Kurs das Wort Kalorien. Kalorien sind uns an und für sich absolut egal. Ich brauche es jetzt hier nur für den Größenvergleich. Ja, also die Kalorienanzahl ist uns total egal. Worum es geht, ist, dass diese Kalorien Zucker sind oder ganz schnell in Zucker umgewandelt werden können. Das heißt, statt dass da jetzt 15 bis 30 Kalorien daherkommen, kommen jetzt 230 Kalorien als Zucker daher. Und das ist ein richtiger Schwall an Zucker. Jetzt ist es so, dass unser Körper grundsätzlich mit Zucker gut umgehen kann und auch Zucker braucht zum Beispiel fürs Gehirn, aber mit Extremen nicht gut umgeht. Der Grund, warum Diabetes so eine gefährliche Krankheit ist, ist, weil die Menschen die Fähigkeit verloren haben, also Diabetiker haben die Fähigkeit verloren, den Zucker aus dem Blut zu bringen. Im Blut selber kann unser Zucker nämlich gefährlich werden. Wenn er zu lang im Blut ist, dann kann er uns die Gefäße kaputt machen. Das ist der Grund, warum Diabetiker blind werden können, warum die Nieren kaputt gehen können. Das liegt eben daran, dass der Zucker im Blut Schaden anrichtet, wenn er zu lange im Blut bleibt. Und das heißt, der Körper versucht jetzt so schnell wie möglich, diesen Zucker aus dem Blut rauszubringen, und zwar ins Gewebe, in die Muskeln, in die Zelle hinein, wo man dann daraus Energie machen kann, weil im Blut selber macht er keine Energie. Also, da kommt jetzt so ein Schwall Zucker daher und der Körper versucht jetzt verzweifelt, diesen Zucker so schnell wie möglich ins Gewebe zu bringen. Und dazu wird Insulin ausgeschüttet. Insulin ist ein Hormon und ein Hormon in dem Fall sagt einfach, dass es ein Signal an die Zelle, mach auf, ist wie ein Schlüssel, mach auf, lass den Zucker rein. Das heißt, es wird Insulin ausgeschüttet, gibt den Zellen jetzt das Signal aufzumachen und den Zucker reinzulassen. Und jetzt kommt aber eben nicht ein bisschen Zucker daher, sondern ganz viel. Das heißt, es wird relativ viel Insulin ausgeschüttet. Und dieses viele Insulin packt hier den Zucker so schnell wie möglich weg. Also die Zellen haben jetzt aufgemacht, der Zucker geht so schnell wie möglich in die Zellen und der Körper packt es weg. Es ist eine Welle, die kommt, die man versucht wegzumachen. Und dabei überschießt er aber ganz gern sein Ziel. Also anstatt dass er jetzt zurückgeht in diesen Normalbereich, wo wir uns wohlfühlen würden, überschießt er sein Ziel und geht ein bisschen zu tief. Und hier tritt jetzt Heißung auf. Das ist jetzt der Moment, wo der Blutzucker zu tief kommt. Man sagt, man ist unterzuckert. Das Gehirn leidet darunter, dass es zu wenig Zuckerversorgung hat. Man könnte theoretisch ohnmächtig werden. Ganz theoretisch könnte man in ein Koma fallen. Und für den Körper ist es eine lebensbedrohliche Situation. Der macht jetzt alles, was er kann, um dafür zu sorgen, dass der Blutzucker schnell nach oben geht. Also erstens schüttet er massiv Stresshormone aus. Und zweitens wird er dafür sorgen, dass du Heißhunger auf Süßigkeiten kriegst.
auf irgendwas, was den Blutzucker schnell nach oben bringt. Einen Saft, was Süßes, ein Kaffee, eine Zigarette kann auch helfen, um dieses Blutzucker tief zu beheben. Er fängt auch dann damit an, wenn er jetzt keinen Zucker im Körper zur Verfügung hat, er versucht jetzt den Blutzucker im Körper anzuheben, dann würde er Muskeleiweiß nehmen und das sogar in Zucker umwandeln. Also es geht jetzt darum, dass wir so schnell wie möglich den Blutzucker nach oben bringen. Und das funktioniert am besten mit Heißhunger, weil bei Heißhunger gerätst du total außer Kontrolle. Du stopfst jetzt irgendwelche Süßigkeiten, Brot, irgendwas in dich hinein und der Blutzucker geht wieder steil nach oben und dieses ganze Theater geht von vorne los. Und das ist das große Problem. Das Problem ist, dass ihr auf dieser Blutzuckerachterbahn, wie wir das nennen, den ganzen Tag seid. Und wo ist jetzt das Hauptproblem dabei? Das Hauptproblem ist folgendes. Das ist der Teil unter der Kurve, den der Körper gerne hätte. Da geht es uns gut, da fühlen wir uns wohl, da sind wir ausgeglichen, da können wir uns konzentrieren und ganz wichtig, da verbrennen wir auch Fett. Solange du so viel Insulin im Blut hast, diese sogenannten Insulinspitzen, da geht es nicht so sehr um die Zuckermenge als um das Insulin. Je mehr Insulin du im Blut hast, umso weniger verbrennst du Fett. Solange du so viel Insulin im Blut hast, verbrennst du kein Fett. Und es ist jetzt so, dass wir aber an einem normalen Tag, ist ein Drittel unseres Umsatzes ungefähr Fett. Das heißt, das Fett wird auch da und aufgebaut und abgebaut und umgebaut und hin und her. Und das heißt, es passiert aber da nicht. Das heißt, dass du in diesem Fall diesen ganzen überschüssigen Zucker, wenn die Muskeln den nicht mehr aufnehmen können, der muss irgendwo hin. Der Zucker ist jetzt im Blut und du bewegst dich jetzt nicht, du hast jetzt diesen Zucker im Blut und im Blut darf er nicht bleiben, weil da ist er ja gefährlich auf Dauer. Das heißt, der Körper muss mit diesem Zucker irgendwo hin. Als Zucker kann er ihn kaum speichern, da haben wir einen ganz kleinen Speicher in der Leber, aber als Zucker wird er nicht gespeichert. Das heißt, dieser Zucker wird sofort in Fett umgewandelt und dann besonders gern um die Taille herum abgelagert. Und zwar deswegen, also das ist dann ein Zeichen dafür, dass wenn wir diesen Schwimmreifen kriegen um die Taille herum, dass deine Blutzuckerkontrolle schon ein bisschen außer Rand und Band geraten ist. Man nennt das insulinresistent. Dann funktioniert das Insulin nicht mehr so gut im Körper und dann neigt man dazu, das Fett vor allem um die Taille herum anzulagern. Das ist ein Zeichen dafür, dass es für dich ganz wichtig wäre, den Blutzucker zu stabilisieren und in den Griff zu kriegen. Aber was lässt jetzt den Blutzucker so hoch ansteigen? Blutzucker steigt hoch an, natürlich von Zucker in jeder Form. Das ist total egal, ob das weißer Zucker ist, brauner Zucker, Rohrzucker, ob der Bio nicht Bio ist. Agaven, Dicksaft ist ein bisschen was anderes, aber Ahornsirup, Honig, es ist völlig egal. Wenn das konzentrierter Zucker ist, dann ist es ein Problem. Agavendicksaft klingt theoretisch ein bisschen besser, ist in Wahrheit die gleiche Katastrophe, eigentlich noch ein bisschen schlimmer. Weil da viel Fruchtzucker enthalten ist, das besprechen wir in einem anderen Video. Aber solange wir konzentrierten Zucker haben, lässt es den Blutzuckerspiegel stark ansteigen. Die sogenannte Stärkefaust, stärkehaltige Kohlenhydrate, also Getreide, solche Sachen wie Getreide, Kartoffeln, stärkehaltiges Gemüse, Pastinaken, solche Dinge, Mais, Erbsen. Alles, was wir unter Stärkefaust einteilen würden, fällt hier hinein, weil es den Blutzucker stark ansteigen lässt. Vollkorn macht es ein bisschen weniger als ausgemahlenes Mehl, aber im Grunde fällt es in die gleiche Kategorie. Könnt ihr euch einfach merken, die Stärkefaust lässt den Blutzucker ansteigen. Deswegen beschränken wir sie auch. Dann haben wir hier das Obst. Unterschätzt mir bitte nicht das Obst. Das Obst, das wir heutzutage essen, ist sehr, sehr süß gezüchtet, weil wir es natürlich gerne mögen. Und da haben wir nicht nur das Problem, dass da der Blutzucker drin ist, also der Traubenzucker, sondern auch der Fruchtzucker. Und Obst ist sehr, sehr süß und lässt den Blutzucker sehr stark ansteigen. Also auch das gehört ein bisschen beobachtet, beschränkt. Und wir sagen, du darfst zu einer Mahlzeit so viel Obst essen, wie du gut in deiner Hand halten kannst. Dazu gibt es auch ein eigenes Video, das kannst du dir dann auch noch getrennt anschauen. So, dann haben wir noch so ein paar Dinge wie Koffein. Zigaretten, Alkohol und gewisse Drogen und Medikamente machen das auch. Und wer jetzt aufgepasst hat, sagt, ja, aber wo in einer Zigarette ist jetzt genau der Zucker? Da ist auch kein Zucker drinnen. Was lässt den Blutzucker ansteigen? Und das ist so, dass diese drei Sachen sind für den Körper Stress. Und wenn der Körper Stress hat, dann versucht er den Blutzucker anzuheben, weil bei Stress bereitet sich der Körper immer vor auf Flucht oder Kampf. Und wenn ich flüchten oder kämpfen möchte, dann brauche ich Energie. Und Energie ist für den Körper Blutzucker, weil dann will ich ja laufen, rennen oder kämpfen. Da brauche ich also Muskelkraft und dafür brauche ich Blutzucker. Und das heißt, egal wie hoch der Blutzucker so ist, bei Stress versucht der Körper, den Blutzucker weiter anzuheben. Dafür hat er einen ganz kleinen Vorrat in der Leber. Aber wenn der aufgebraucht ist, weil du zum Beispiel die ganze Nacht über hast du nichts gegessen, in der Früh stehst du auf, dann frühstückst nicht und trinkst dann einen Kaffee und rauchst dazu eine Zigarette, dann muss der Körper, weil es jetzt Stress ist, den Blutzucker anheben.
Jetzt ist aber der Leberspeicher vielleicht nach der Nacht leer. Dann hat er natürlich jetzt nichts, auf was er zurückgreifen kann. Die schlechte Nachricht, er nimmt dafür kein Fett. Er nimmt dafür jetzt Muskeleiweiß, also irgendwas, irgendwelche Muskeln, die du gerade nicht verwendest. Vermutlich sitzt du eh nur herum beim Frühstück und, oder im Büro und verwendest gar keine Muskeln. Das heißt, er nimmt dann irgendein Muskeleiweiß, wandelt das in Zucker um. Weil es aber jetzt nur eine Stressreaktion war, du kämpfst und rennst ja jetzt nicht, nimmt du dann, ist dieser Zucker im Blut und der Körper sagt sich jetzt, Moment mal, so viel Zucker im Blut können wir jetzt gar nicht gebrauchen, was machen wir jetzt damit? Und dann wird dieser Zucker wieder in Fett umgewandelt. Das heißt, wenn du nicht frühstückst und immer so auf Stress läufst, diese Leute, die kaum was essen, aber immer so auf Adrenalin sind oder viele Kaffees trinken und nur Zigaretten rauchen, die wandeln lustig ihre Muskeln dabei in Fett um. Zum Abnehmen ist es eine ganz schlechte Strategie. Also, wir müssen aufpassen, alle Dinge, die den Blutzucker stark ansteigen lassen, müssen wir im Auge behalten. Das ist Zucker in jeder Form, die Stärkefaust, alle Getreidesachen und stärkehaltige Gemüse, Obst, Koffein, der wird von vielen viel gut vertragen, aber nicht von jedem, da müsst ihr aufpassen, Zigaretten und Alkohol.